Quellen zufolge hat CyberKnife die Polizei von Detroit mit einem neuen Detective-Androiden ausgestattet. Es werden zwar schon seit einigen Jahren Androiden als Polizisten eingesetzt, doch dies wäre das erste Beispiel eines Androiden, der bei Ermittlungen tatsächlich eine aktive Rolle übernimmt. Wir warten CyberKnife um einen Kommentar. Ach ja, habe ich eben schon gefragt. Okay, was machen wir jetzt nochmal mit... Aber ja, stimmt. Finde Jericho. Break the walls down! Folge dem Weg nach Jericho. Finde das Graffiti. Ja, okay, das ist ja da links, ne? Das haben wir ja quasi schon gefunden. Hey, Mister, haben Sie etwas Kleingeld? Überrascht mich nicht. Haben Sie das? Nee, tatsächlich anscheinend nicht. Tut mir leid, sorry. Ja, ja, klar, wir reden später. Aber hier habe ich erstmal wieder was zu lesen. Tech Addict. CyberKnife's Wahrsager-Computer. CyberKnife entwickelt leistungsstärksten Quantencomputer der Welt. Androidensoldaten, perfekte Killermaschinen. CyberKnife hat einen neuen Quanten-Supercomputer enthüllt, der ein Exaflop, 1 Milliarde Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde leistet. Das Äquivalent einiger menschlicher Gehirne in einer Maschine. Der Computer wurde eigens entwickelt, um enorme Datenmengen aus diversen Quellen zu analysieren und Vorhersagen zu treffen. CyberKnife's leitender Zukunftsforscher Philip Seymour ist sehr zuversichtlich. Wir haben viele Tests durchgeführt und die Ergebnisse werden die Leute begeistern. Mit dem Computer soll die Möglichkeit von Massenvernichtungsereignissen wie Invasionen aggressiver Aliens oder globale Klimakatastrophen durch Meteore oder Superviren berechnet werden. Der Computer könne helfen, solche Katastrophen vorherzusagen, damit die Menschheit nicht unvorbereitet getroffen werde. Trotz der Weltuntergangsszenarien von Leuten, die fürchten, dass künstliche Intelligenz bereits zu viel Einfluss hat, preisen viele Experten dies als Quantensprung der angewandten künstlichen Intelligenz. Was haben wir noch? Androiden-Astronauten erforschen Io. NASA schickt Androiden-Crew in den Weltraum. Hacker nehmen Solarmodule für Lösegeldschwindel ins Visier. Die NASA hat den Start einer fünfköpfigen Androiden-Crew zur Erforschung des Jupiter-Satelliten Io angekündigt. Die Reise wird 3 Jahre dauern und man hofft, viel über den Ursprung unseres Sonnensystems zu erfahren. Zwar sind dies nicht die ersten Androiden im Weltraum, doch beweist die erste reine Maschinencrew, dass Androiden mit der gesamten Mission betraut werden können. Androiden sind ein enormer Gewinn für die Eroberung des Weltraums, erklärte NASA-Direktor Michael Shelley. Kosmische Strahlung zerstört die menschliche DNA. Menschen leiden bei langen Weltraumreisen unter zahlreichen Einflüssen. Androiden sind gegen die meisten dieser Effekte immun. Die NASA bestätigte, dass keine Rückreise geplant sei und dass die Androiden mehrere Monate auf Io arbeiten sollten, bevor sie durch die extremen Bedingungen dort zerstört würden. Okay, das ist schon ein bisschen Arschkram. Ich meine, wenn man Androiden tatsächlich nur als Werkzeuge sieht, ist das eine Sache. Aber, sobald man akzeptiert, dass Androiden in der Lage sind zu denken, dass das vielleicht eine Form von Leben ist, wie das ja hier in diesem Spiel auch impliziert wird. Ich habe gehört, dass diese Androiden weißt. Du meinst, hier vor Gott, die sind so gruselig. Meine Kinder.
Jetzt bin ich gerade unsicher. Hatte ich meinen Satz beendet oder nicht? Da bin ich manchmal unsicher, wenn ich plötzlich unterbrochen werde hier. So, hier, da ist es doch. Und jetzt? Ach so, halte erstmal an. Ja. So, und der Hinweis bringt mich jetzt. Kann ich mir das bitte nochmal angucken? Ich suche jetzt. Das ist ein Löwe neben einem Boxer, würde ich mal spontan sagen. Oder? Hier, guckt euch das mal an. Rechts der Löwe, links der Boxhandschuh. Gucken wir mal. Grüße, bringt mich zu eurem Anführer. Ich sehe es schon, ich habe schon entdeckt. Ja, die wichtigste Frage ist, haben wir noch irgendwelche Interaktionsmöglichkeiten außer dem Graffiti? Warte mal, da ist irgendwas. Wissen Sie, wo Jericho ist? Das ist dann wohl ein Nein. Ich finde es toll, dass die Androiden hier so Parkplätze haben. Ich dachte, ich stelle mich immer in den Weg, aber das bringt nichts. Warte mal. Grandma sagt, sie hat jetzt nichts mehr zu tun mit Ben. Aber sie ist so cool. Ich weiß es. Menschen. So, da. Und etwas weiter oben war es auch noch mal. Und alternativ ist es da. Ja, das ist da hinten. Da gerade durch. Doch, sieht man mit bloßem Auge auch. Ich war gerade überlegen, ob man diese Symbole, die wir analysieren, soll man bloß im Auge auch sieht, aber ja, tut man. Danke denn. Ja, ich gucke immer, ob ich irgendwo interagieren kann noch. Hier, wir kennen ja nichts mehr. Einfach bei Rot rüber. Ich bin mein eigener Herr. Gut. Dann untersuchen wir mal. Das ist nämlich da oben. Ja, da ist es doch schon. Einmal da und einmal da. Und jetzt suchen wir ein Zeichentrick-Robotermännchen. Wo könnten wir denn das finden? Damit es tatsächlich eine Route ist, müsste es ja rein theoretisch von hier aus sichtbar sein. Ein Zaun. Wo haben wir denn hier einen Zaun? Hey Ma'am, haben Sie kein Geld?
Da wäre ein Zaun. Aber möglicherweise nicht der Zaun, den ich suche. Das Griffel, die ich auch noch brauche? Keine Ahnung. Ich überquere mal die Straße erstmal. Herr Polizist? Ich will mich einfach ignorieren. Okay. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, ne? Wo sind diese doofen Roboter? Ja, anscheinend nicht. Hier auch nicht. Ist doch in die falsche Richtung gegangen. Da. Da ist es. Das war aber gemein. Das ist relativ gut versteckt. So, wo ist denn das dritte Symbol? Wo ist da auf seiner Brust? Kann ich aber irgendwie von hier nicht sehen. Ja, interessant, dass ich eben schon mal geguckt habe, ob ich da vielleicht durchkriechen kann, und da konnte ich es nicht. Aber okay. Das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, aber wenn das eine Karte sein soll, müssen wir eh hinten lang jetzt. Da ist er. Achso, haben wir hier noch irgendwas, wo wir aktiv werden können? Nein, haben wir nicht. Okay. Dann scanne mal. Das sind auch wieder drei. Ach du Scheiße. Da ist noch eins. Die Nummer 3 versteckt sich tatsächlich überraschend gut. Oh Gott, ich sehe es nicht. Finde einen Weg, auf das Dach zu gelangen, bedeutet, ich konnte es gar nicht erst sehen. Okay. Reicht der hier? Nein. Einfach klettern ist wahrscheinlich zu einfach, ne? Also doch hier der...
Da war ich eben dran. Das Spiel ist gerade so ein bisschen... Nur weil ich von der falschen Seite gekommen bin, das ist natürlich fies. So. Da ist das dritte. Sparkle mit einer Schraube dran. Oh Gott, Markus, schaffst du das? Hier mit dem rechten Stick eine Route. Das ist zu instabil. Na gut. Das ganz ohne Quicktime-Event. Guckt euch das an. Habt ihr das gesehen? So, wo geht's denn weiter? Bevor ich hier runterspringe, würde ich wissen, muss ich da jetzt runterspringen? Jo. Da ist das nächste Symbol. Ich meine, ja klar muss ich da runterspringen, weil das Spiel mich da lang führt. Aber so rein vom Rollenspielerischen her muss man ja doch erstmal einmal gucken. Ja, was meint er? Wie viele Symbole brauchen wir diesmal? Eins sehe ich schon. Das erste Symbol ist identifiziert. Das zweite ebenso. Und das dritte. Also ich kann ja hier diesmal echt das ganze Ding sehen. Ja, es ist eigentlich relativ unwahrscheinlich, dass... Da ist es. Ich wollte gerade sagen, relativ unwahrscheinlich, dass ich erst wieder irgendwo langklettern muss. Oh, das wird ja vorkonstruiert. Was passiert, wenn wir da lang gehen? Hier. Dann da hoch, ja. Sieht doch gut aus. Wäre zu hoch. Blödsinn. So ein Blödsinn. So, komm, Markus, ausführen. Parkour kann er, ne? Muss man nicht mehr lassen. Das hier, oder? Der war fies. Der war echt fies. Jetzt wieder drücken, ach du Scheiße. Ja, gut. Warum kommentiere ich eigentlich das Offensichtliche heute wieder so viel? Weil es gerade nicht so sonderlich viel zu kommentieren gibt wahrscheinlich. Passiert ja nicht wirklich was Interessantes. Ist einfach nur, wir laufen hier rum, machen ein bisschen Parkour.
Da stand auf jeden Fall gerade Jericho.